Alessandra von Hannover, ein spitzenmäßiges Brautkleid. Die zweite Welfenhochzeit innerhalb kurzer Zeit, nach seinem Bruder Ernst August, 34, hat nur noch Christian von Hannover, 32, ja gesagt. In der peruanischen Hauptstadt Lima gab er seiner Auserwählten Alessandra de Osma bei der kirchlichen Trauung das Eheversprechen. Das peruanische Model heiratete ihren Prinz in einem Traum aus weißer Spitze. Die Kreation stammt aus dem Hause des spanischen Designers Jorge Vázquez. Das Brautkleid erinnerte in seiner Machart mit den langen Ärmeln aus Spitze und der langen Schleppe leicht an das Hochzeitskleid von Herzogin Katte aus dem Jahr 2011. Zum Brautkleid trug Alessandra von Hannover eine spektakuläre Tiara mit Blumenmotiven aus dem Hause Hannover. Die Caroline von Monaco, 61, bereits 2004 bei der Hochzeit von Prinz Frederik, 49, und Marie von Dänemark, 46, trug, wie das spanische Portal Hola berichtet. Unter anderem bilden die Diamanten das Geißblatt nach, eine mehrjährige Pflanze, die als Symbol für ewige Liebe gilt. Die hochkarätige Gästeliste. Doch nicht nur das wunderschöne Outfit der Braut, auch die Gästeliste der Welfenhochzeit konnte sich sehen lassen. Der Zeremonie, die bei strahlendem Sonnenschein stattfand, wohnte unter anderem natürlich die Familie des deutschen Prinzen bei, das Erbprinzpaar Ernst August und Ekaterina von Hannover. Vater Ernst August von Hannover, 64, Mutter Chantal Horli, 62, sowie Halbschwester Alexandra von Hannover, 18, die die Schleppe der Braut tragen dürfte. Außerdem waren, wie Fotos von der Hochzeit zeigen, das britische Supermodel Kate Moss, 44, sowie Graf Nikolai von Bismarck, 30, unter den Gästen. Die britischen Prinzessinnen Beatrice, 29, und Eugenie, 27, ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, der royalen Trauung beizuwohnen. Letztere wird 2018 selbst noch den Gang zum Traualter wagen. Sie hat sich im Januar mit ihrem langjährigen Partner Jack Brooksbank verlobt. Die Hochzeit wird wenige Monate nach der Trauung von Prinz Harry, 33, und Meghan Markle, 36, die im Mai heiraten werden, im Oktober 2018 stattfinden.